Hallo und herzlich willkommen zu unserem Manga-Talk zu Kapitel 815. Wieder mit dabei, der Lars. Garchu. Und ich bin auch wieder mit am Start. Das war unerwartet. Ja, siehst du, ich bin Mystery Man. Und ja, ne, wie immer, Coverpage. Which one? Alter Junge, erstmal auf die First Page. Pass auf, der Titel passt perfekt. Take me with you. Ohne Spaß. Oh. Oh. So richtig. Ja, scheiße, ey. Ich bin der Manga, ich bin nicht auf Deutsch. Ich möchte an dieser Stelle kurz sagen, ich vermisse Vivi. Wir vermissen Vivi. Oh. Neben Vivi. Vivi sieht aber auch richtig awesome aus, ey. Ohne Spaß. Richtig awesome. Wahrscheinlich, vor der Aufnahme noch von erzählt, yo. Die Zeitungen des Todes einfach nur, ne? Ich hab's gesagt, ey, in der letzten Zeitung war hundertprozentig auch was drin. Ah ja. Und der Buggy, Alter, der ist halt seinen Scheiß ernst. Wir haben ein Bild gesehen, wo das wirklich eine dieser Skizzen, halt dieser unkenntlichen Bilder, so aussah wie Buggy. Also, man könnte mutmaßen, dass das Buggy ist. Und es wäre ganz schön crazy, wenn das tatsächlich so wäre. Ich schwöre euch, ich hab's ja gesagt, Leute haben, weiß ich nicht, Ich fühle mich so behindert neben denen irgendwie. Ich habe da 30 Sekunden drauf gestarrt und habe da kein Lebewesen drin erkannt. Aber es war auch ein Gott. Es war Buggy. Ja, es war Buggy. Aber Buggy Central. Aber zurück zu der heutigen Zeitung. Da sehe ich nämlich Ruffy drin. Den Schuh erkenne ich. Und Karu ist ganz schön gefährlich mit der Schere an ihm dran. Hat mich ein bisschen geflasht. Oh, Snap! Hat mich ein bisschen geflasht, ne? Ein Vogel mit einer Schere zu sehen. Alter, stimmt. Darüber, alles klar. Ich mache mir Gedanken, dass die Schere Ruffy, ein Bild aus der Zeitung, dass es Ruffy verletzen könnte. Ja, und Karu nimmt einfach mal die Schere in der Hand. Ja, in Lars Nachbarschaft fliegen auch immer so Papageien. Nachbarschaft, alles klar. Mit Scheren durch die Gegend. Mhm. Kennst du Edward? Ja. Weeble, meine ich. Oh Gott. Ja, alles klar. Möchtest du noch etwas zu dieser wunderschönen Coverpage sagen? Nein. Okay. Dann können wir ja zum Kapitel springen. Wir sind schon im Kapitel. Ja, aber halt zum Top Story. Jo. Nami ist ein bisschen geflasht. You don't say. Also das letzte Kapitel hat ja aufgehört mit, ne? Die Windsor-Familie ist eine Familie von Assassinen. Ja, Mördern. Oder Mördern. Meuchelmörder. Und, bevor wir auf die Hauptstory eingehen, sind mir auf diesem Bild zwei Sachen aufgefallen. Erstens, da ist ein Loch in der Wand. Das ist mir vor der Sprechblase ins Auge gefallen. Das möchte ich angemerkt haben. Das wird relevant sein, ich kenne, oder? Ja. Und zweitens, wenn Pedro schon keinen Baum findet, sucht er einfach mal den höchsten Ort im Raum, weil er hat sich einfach auf ein fucking Bett gestellt. Hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre ein. Ach du Schande, du hast recht. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Gardine oder so. Nee, das wäre auch vor kurzem ist aufgefallen, dass das Pedro sein sollen müsste. Soll sein müsste. Ja, ich sollte sein müsste, keine Ahnung. Irgendwo muss der Pedro sein, weil er im letzten Kapitel noch da war. Ne, nach Pedro der Baumwipfel, jetzt Pedro der Bettkante. Oh Gott, alles klar, weiter, ey. Ich hab schon wieder die Gedanken, ey. Ja, ne? Germa Double Six, Junge. Double Six in a No. Man muss ja sagen, ja. Für mich ist ja so eine doppelte 6, so eine Anspielung auf diese dreifache 6, ne? Teufel und so. Also ich habe da als erstes an Route 66 gedacht. Oder so. Aber ich glaube, der Zusammenhang ist nicht vorhanden. Also er ist auch im Namen drin, ne? Ja. Kommt übrigens, fällt mir gerade auf, so German sehr nah. Was? Ja, German. Ah, Fabian, Sarkasmus, du. Achso. Blöd, Mann. Ja, das kommt im Internet nicht so gut rüber. Ja.
Damit hat Sheldon auch seine Probleme. Ja, die German Six Double Six, ich ohne Spaß, ich muss immer 66 sagen. Eine Armee von Kriegstreibern. Ich habe als erstes tatsächlich Momonga gelesen. Momonga. Und dann mit meinen English Skills, ne? Dachte ich erst, yo, Momonga, kennen wir, alles klar. und dann dachte ich erstmal, warte, liest einfach nochmal. Auf jeden Fall, Nami sagt ja, sie ist davon ausgegangen, dass es halt so eine mystische, böse Armee ist. Ja. Und nein, es ist nicht. Und der Kopf der Organisation ist tatsächlich die Winsburg-Familie und der Boss ist der Vater. Ja. Und es macht mich irgendwie stutzig, dass wir seinen Namen nicht hören. Ich weiß, das war bei dem siebten Samurai auch häufig so, ja, wir haben den Namen noch nicht gehört, das ist bestimmt einer, den wir schon kannten, dann war es halt Rebuild, den wir noch nie gesehen haben. Aber möglicherweise kennen wir Sanjis Vater. Wahrscheinlich nicht. ja. Mich würde das irgendwie... Ich glaube nicht, dass wir den kennen. Wer sollte das denn sein? Weiß ich nicht. Ja gut, wenn wir das wüssten, würden wir uns die Frage ja nicht stellen, ne? Hat mich ein bisschen erinnert von wegen, ja, hier diese mystische Armee, ne, das ist doch absoluter Bullshit. Hat mich ein bisschen an die CP9 erinnert. Die wurde auch immer mal harte Realität. Naja, sie wurde harte Realität. Zwar richtig hart und real in den Boden gerammt. So wie Doflamingo. Ich fand dann auch hier die Rückblende nochmal interessant, von wegen, wo Sunny sagt, er wollte das nicht geheim halten. Also er wusste Bescheid. Ja, everything. Ich frag mich ja, er wollte es nicht geheim halten. Aber jetzt, wo ich mehr darüber erfahre, ist es doch sehr gefährlich, die nicht davon in Kenntnis zu setzen. Weil das ist irgendwie eine Armee mit irgendwie dem Boss als Hauptmann im Untergrund. Wer weiß, wie schnell der die Strohbahn hätte wegmachen können, hätte er wollen. Außer er dachte, Sunny wäre tot. Weil, ne? Das Steckbrief. Auf seinem Steckbrief wurde er, war ja auch Duval da. Ja, Waffi und Os haben ihn erkannt. Sanji hat sich auch erkannt. Auf jeden Fall, ne, das wäre ein gutes Beispiel für Waffi, ne, von wegen, ja, ist mir egal. Ich fand Waffi heute im Kapitel richtig geil. Oh ja. Aber was ich irgendwie komisch fand, war Namis Reaktion darauf. Auf Ruffys Reaktion? Ja. Von wegen, ja, ist mir egal. Alter, auf welcher Seite bist du denn jetzt? Auf der nächsten. Okay. Weil Ruffy sagt, ja, ist mir egal. Und Nami guckt da irgendwie besorgt. Oder, soll ich das falsch? Also, ich hab keine Ahnung. Ich hab irgendwie so das Gefühl, die geht so mit Ruffys Meinung nicht ganz konform, weil sie halt weiß, was diese Armee sein soll. Ich muss mal Ruffys kurz mit meiner Hand verdecken. Ah, Namis Mimik ist so starr. Also sich nicht kurz bewegen. Ah, ich weiß es nicht. Ich kann das so schlecht deuten. Also irgendwie... Ja, egal. Vielleicht ist sie ja auch einfach nur traurig. Ja... Das ist ja sowieso wahrscheinlich irgendwo, aber... Irgendwie sagt mir... Irgendwie Namis Ausdruck macht mir Sorgen. Im Sinne von, dass sie da... Wie gesagt, war auch mit der CP9 genauso, wie Robin da auch so schnell nachgegeben hat. Also ich glaube, wenn wir wüssten, was diese Armee ist, würden wir nicht mehr so Waffis Meinung feiern. Weil der Schuss kann wahrscheinlich sehr leicht nach hinten losgehen. Auf jeden Fall will Waffi halt nur wissen, ob der wiederkommt und ne, ist ihm scheißegal, ob der heiratet oder nicht. Ja, neue Nahkammer. Hauptsache immer nicht unter Big Moms, ne, Schiff. Ja, genau. Und dann, ne? Wenn das hier vorbei ist, seid ihr meine Untergebenen. Und dann hat er erstmal Peckhams umgebracht. Also, ja, dann ist Big Mom unter Ruffy. Dann ist Ruffy Yonko. Ja.
Hast du gesehen, wie er einfach mal Haoshoku Nohaki benutzt und Peckham einfach mal ausmacht? Und wie Peckham dann guckt. Und wie Cabbage Spaß hat. Peckhams Blick ist sowieso der geilste. Richtig. Ja, ich mach dich voll fertig. Und dann diese Augen dabei. Weißt du, ja, hier, Big Mom ist ein Yonko, ne? Ja, leg dich nicht mit an. Okay. Hier, no fucks given. Ja. Und ich finde das so geil, wie Ruffin dann einfach auslacht. Shut up. Shut up. Oh. Weißt du, Ruffin macht nicht mal was, und Peckhams stirbt. Wie er dann wehleidig ins Bett zurückkriecht, ey. Ja, Nico Musch hätte jetzt gesagt, wer das wollte. Ja. Auf jeden Fall erklärt er halt, ne, es gibt keine Möglichkeit wegzurennen. Und ja, sie können sich schon denken, weil er so abgehauen ist, es gibt keine Möglichkeit, Big Mamas, Einladung abzulehnen. Ne? Vor allem, ich fand das einfach so geil, ne? To refuse, you refuse it. Ich dachte mir immer die ganze Zeit, Alter, Ruffy refused. Seine Refuge. Auf jeden Fall, ne? Und dann, das fand ich tatsächlich krass. Von wegen, wenn du halt ablehnst, wirst du ein paar Tage später ein Geschenk erhalten, wo mir wieder eingefallen ist, die Box muss immer noch explodieren. Ja. Wahrscheinlich kriegt Sanji es irgendwie ab. Hier ist das Hochzeitsgeschenk. BAM! Und dann hat ultimativ Neptun, ne? Sanji umgebracht. Dann gibt's Krieg. Auf jeden Fall. Neptun-Jamon. Auf jeden Fall, ne? Wenn man halt Big Moms Ehre beleidigt, kriegt man halt so ein Geschenk. Und was man darin findet, ist nicht nett, denn es ist ein Kopf, ohne Spaß, ein fucking Kopf, von jemandem, der mit ihm irgendwie in Bezug stand. Wo ich mir dachte, total traurig. Yo, kann man mal machen. Kann man mal machen. Und der Satz dann, also der Satz danach hat mich sogar noch mehr geflasht. Es könnte ein Kopf von jemandem aus der Strohbande sein, wo ich mir dachte, nein. Jemanden vom Baratie oder. Und der dachte ich so, oh. Oder jemand vom Kamabaker Königreich, wo ich mir dachte, Alter, die wissen Bescheid. Die wissen alles. Wo ich mir dachte, die Strohbande weiß wahrscheinlich noch nicht mal im Zweifel, dass er da war. Ja, aber das erklärt er doch danach, du Dussel. Ja, aber die Strohbande weiß ja auch trotzdem nicht davon Bescheid. Und ohne Spaß, ne? In dem Moment ist mir auch klar geworden, dass das möglicherweise das ist, was Vito ihm ins Ohr geflüstert hat. LOL! Von wegen, ne? Du willst doch nicht, dass wir etwas antun. Und dann, ne, woher weißt du davon? Alter. Aber ich weiß nicht, wer. Also daran habe ich noch gar nicht gedacht. Also ich denke nicht Strohbande, weil das wäre zu obvious. Ich denke, es ist wirklich jemanden, wo du richtig denkst, fuck. Alter, von Jeff oder so, Alter. Ja, wobei ich mir denke, dass Jeff, der war ja auch in der neuen Welt. Also ganz ehrlich, so leicht abschlachten lässt er sich jetzt nicht. Nee, ja, nee. Aber nee. Wo er halt sagte, Kammerbacker König, dachte ich mir, ne? Das könnte das sein. Und selbst wenn sie Jeff holen, dann lässt er die erstmal ein Jahr lang schuften. Dann kommt er mit. Weißt du, greifen ihn so an, wenn, voll durchs Baratie gesteuert. Jo, die Reparaturkosten, die deckst du jetzt aber, ne? Auf jeden Fall. Haben wir auch sogar von wegen Kammerbacher Königreich, ne? Ja. Hier im Kopf angreifen, findet Dragon nicht so witzig. Dann gibt's wieder Stress mit Dragon. Was dann gehen die Revolutionäre wieder ab. Aber irgendwie ich muss ja sagen, das was Peckhams, Peckhamamushi, gesagt hat, das war für mich der zweitepischste Satz auf Doom. In diesem Kapitel. Achso. Ich will da noch kurz halt darauf zurückkommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es die Schrotbande nicht geworden wäre. Nee, glaube ich auch nicht. Das wäre viel zu lame. Das wäre nicht Oda-like. Auf jeden Fall werden wir es nicht erfahren, weil Sanji halt nachgegangen ist. Ja. Aber wir werden es irgendwann erfahren, weil Sanji da rausgeholt wird. Genau. Nee, dann erfahren wir trotzdem nicht, wer getötet wird. Also ich will nicht erfahren, wer getötet wird, weil dann stirbt jemand. Was? Sag es nicht.